Hallo und herzlich willkommen. Das ist ein neues Teso-Video. Diesmal erkläre ich das sogenannte AVA in Teso. Für mich ein wirklich Schlüsselbestandteil dieses Spiels. Damals von Dark Age of Camelot kenne ich noch so ein System und seitdem hat mich sowas auch immer wieder gebannt. Das ist ein System des PvPs mit drei Fraktionen, die um Burgen und Außenposten sowie Ressourcen kämpfen. In Cyrodiil. Da ist die Stadt in der Mitte. Man kann auch hier der Emperor werden. Dann hast du super Stats Boost. Ich weiß aber auch nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich habe es in der Skill-Leiste mal gesehen, online. Jedenfalls funktioniert das so. Jede Fraktion besitzt eine Ecke, in der sie spawnt. Und hat sogenannte Tempel. In diesen Tempeln sind die Elder Scrolls aufbewahrt. Das wohl mächtigste Artefakt hier in The Elder Scrolls, so heißt das Spiel. Wir haben sogar momentan drei Elder Scrolls hier. Eine haben wir erobert. Von diesen Typen hier, deswegen ist die blau. Jedenfalls geht das so, dass diese Knotenpunkte sind diese Burgen. Und wenn man die Elder Scroll erobern will, muss man die Burgen so weit erobert haben, bis man an den Tempel ranreicht. Dann kann man dort eindringen, sich die Elder Scrolls schnappen und damit abhauen. Natürlich müssen wir das auch zulassen, oder die Gegner müssen das, ne, müssen besiegt werden. So eine Burg ist eine ziemlich ja, befestigte Stellung, ne, wie man es vielleicht vermuten mag. Hier sieht man gerade, ist Trupp eine Schlacht. Hier ist ein Kampf und diese Burg ist unter Belagerung. Diese Verbindungen, die ihr sehen könnt, sind sogenannte, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Jedenfalls kann man dazwischen teleportieren, aber auch nur diejenigen, die diese Burg gehören, können hier teleportieren. Also ich kann jetzt einfach direkt hierhin teleportieren. Und hierhin kann ich auch teleportieren. Eben als hier noch Belagerung war, konnte ich das nicht. Dann war diese Linien waren eben noch gestreift, da konnte ich nicht teleportieren. Dann hätte ich hier teleportieren müssen und da rüber rennen müssen. Diese Burgen haben zwei Burgwälle, einen äußeren, einen inneren und jeweils haben sie ein Tor und auch Wälle, die man einreißen kann. Es gibt Belagerungswaffen, Trebuchets, Katapulte und Ballisten und Rammen, sowie auch Öl, siedendes Öl. Und damit muss man dann die Burg überwinden oder verteidigen, je nachdem. Es ist relativ groß angelegt, hier rennen bestimmt ein paar hundert Menschen rum und das ist, macht auch den Reiz aus. Die Performance ist bis jetzt sehr, sehr gut gelaufen und ich werde gleich auch noch ein paar Videos einspeisen, wo man auch mich in Aktion erlebt, mit ein paar Belagerungswaffen oder im Getümmel, ein paar Kämpfe. Es ist jetzt nicht so, als wären hier große One-on-Ones in der Tagesordnung. Es sind doch eher organisierte Gruppen von über 30 Mann, die hier was erreichen können. Mit einer 5-Mann-Gruppe, einer guten 5-Mann-Gruppe, wird man wahrscheinlich auch kleinere Ziele wie diese Ressourcen hier einnehmen können. Eine Mine oder ein Sägewerk oder eine Farm. Aber ich glaube, beim Außenposten wird man dann schon scheitern. Man bräuchte dann doch vielleicht ein paar mehr Leute. Spätestens dann, wenn dann Widerstand aufkommt. Ja, dieses System macht es sehr dynamisch. Man weiß nie, von wo es einen beißt. Hier plötzlich ist eine Belagerung aufgetaucht. Hier war vorher kein Kampf, wie man gesehen hat. Das war ein Überraschungsangriff. Wir sind hier gerade unten am Kämpfen und trotzdem fallen uns die Blauen oder gerade deswegen fallen bei uns jetzt die Blauen hier oben ein. Was natürlich eine gute Strategie ist. So ist das halt sehr dynamisch, sehr überraschend, sehr spannend. Hier ist ein Kampf aller drei Fraktionen. An der Stelle hier. Ja, es ist sehr spannend. Auf jeden Fall gibt es auch Boni durch das Halten dieser Elder Scrolls. Und das auch über den über die Kampagne hier hinaus. Die Kampagne hat dann auch Einfluss auf das PvE der anderen Welt. Wenn man nämlich dort in einen Dungeon geht und man ist hier sehr gut besetzt oft in diesem Gebiet, dann hat man auch da Vorteile. Es gibt verschiedenste
PvP-Gebiete. Beziehungsweise es ist alles dasselbe Gebiet, aber verschiedene Kampagnen. So kann man sich quasi hier einschreiben. Die heißen alle unterschiedlich. Das sind quasi eigene Instanzen, eigene kleine Kampagnen-Server. Es ist nicht so, als wären die Kampagnen auf den Servern begrenzt, sondern die vermischen sich noch untereinander. Zum Beispiel bin ich gerade hier in Exof Balharza. Man sieht hier auch, wie viele Leute hier unterwegs sind. Hier ist zum Beispiel voll. Anscheinend gibt es relativ viele Ebenhardt-Leute. Wenn man das als Heimatkampagne ausgewählt hat, eine Kampagne, dann hat man von dieser Kampagne dann diese PvE-Vorteile auch, die man hinausnimmt. Auch bekommt man dort seinen Rang zugeteilt und man steigt im Rang auf in seine Heimatkampagne. Wenn man allerdings zu Gast irgendwo in einer anderen Kampagne sein möchte, dann drücke ich jetzt mal F. Ja, dann sagt er mir, dass ich es gar nicht darf, weil ich es schon getan habe. Aber ansonsten wird er mir sagen, dass ich dort in der Kampagne keinen Bonus auf meinen Rang bekomme. Den Rang sieht man hier oben. Dass ich in dieser Kampagne dann auch nicht den Bonus herausnehme, wenn wir dort alle Rollen haben. Sondern dass dieser Rollenbonus von meiner Heimatkampagne abhängt. Aber so kann man halt mit anderen Leuten spielen, wenn man halt feststellt, ja, wir spielen nicht in derselben Kampagne. Ne? Natürlich mit seiner Gilde und seinen Freunden spricht man sich ab und sagt, in welcher von diesen Kampagnen man spielen möchte. Ja, gibt es auch ein Leaderboard. Man sieht, ich bin jetzt nicht sehr gut aufgestellt. Ich habe nur ein bisschen in der Beta gespielt. Jedenfalls, die besten Leute sind Nightblades und ein Sorcerer. Aber unglaublich viele Nightblades. Auffällig viele. Wie dem auch sei. Typisch PvP-Leute halt. Die Schleicher. Hier gibt es auch einen Überblick über die Kampagne. Ich denke, ja, über Baba Jack. Das ist meine Heimatkampagne. Hier wird eine Score ausgerechnet. Die Kampagne läuft eine gewisse Zeit lang. 67 Tage. Läuft diese Kampagne. Und dann gibt es eine neue. Das wird also immer wieder auch ein wenig gemischt. Ne? Die Daggerfall Covenant hat momentan das Sagen in Baba Jack. Die hat hier alles eingenommen. Alle Rock Scrolls. Absolute Helden. Bonusse gibt es so gut wie gar keine hier. Da muss man schon mehr erreicht haben. Emperorship. Ja, es gibt anscheinend immer einen, der ist der Emperor. Hier wird anscheinend erklärt. Ja, diese Punkte, die ich wohl gesammelt habe, der mit den höchsten Punkten ist wohl der Emperor. Ich glaube, ihr habt schon mal einen guten Eindruck bekommen, was AVA bedeutet. Es sind riesige Schlachten und es wird auch noch gleich ein paar Videos dazu geben. Bis dann, GG.